Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Das Bundessportförderungsgesetz neu ist in Wirklichkeit nichts anderes als rot-schwarzer Proporz uralt. Sehr geehrter Herr Minister, Sie hatten Großes angekündigt. Übrig ist geblieben ein Gesetz, das offensichtlich noch nicht beschlussfertig ist, das mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet und das dem Sportler keine wesentliche Verbesserung bringt. Das, was Sie heute als neu verkaufen, ist meilenweit entfernt von einer echten Erneuerung. Und ich kann Ihnen noch sagen, warum. Sie hatten angekündigt, eine Strukturverschlankung. Die große Erneuerung ist lediglich, dass eine neue GmbH gegründet wird, die den Bundessportförderungsfonds ersetzt. Dem BSFF, der erst 2013 neu gegründet wurde und damals schon als große Errungenschaft verkauft wurde. Schon damals sollte all das erreicht werden, was Sie heute als große Erneuerung in diesem Gesetz ankündigen. Und das Neue ist noch dazu in einer für mich nicht nachvollziehbaren gesellschaftsrechtlichen Form einer GmbH, die Gefahr der Umsatzsteuer mit sich bringt. Es wäre eine absolute Katastrophe für den Sport, wenn tatsächlich 20% der Förderung der Steuer zum Opfer fallen würden. Das darf es nicht geben. Die einzige kleine Verschlankung, die es in diesem Gesetz gibt, ist, dass die Bundessporteinrichtung GmbH als Tochtergesellschaft eingegliedert wird. Und das gibt es nur ganz einfach deswegen, weil es zu 100% im Eigentum des Bundes besteht und das einfach für sie möglich war. Und das ist hinterfragenswert, ob das überhaupt sinnvoll ist. Alle anderen Organisationen bleiben bestehen und werden weiter mit hohen Zahlungen gefördert. Da ist keine Rede von Vereinfachung, da ist auch keine Rede von Endparteipolitisierung des Sportes. Warum sollten Sie Interesse haben, dort die Schrauben enger zu drehen? Sind doch die meisten Sportorganisationen mit irgendwelchen roten oder schwarzen Präsidenten ausgestattet. Ich sage, das Hauptproblem des Sportes ist es, dass es zu viele Organisationen gibt, in die das Geld hineinfließt und am Ende kein Geld beim Sportler ankommt. Und genau diese Organisationen, ihre Macht und ihre Einflussnahme, die waren die gesamte Zeit bei diesem Gesetz das Hauptthema. Da ging es darum, wer besetzt welche Position, wer hat welche Mehrheit, wer wird Geschäftsführer. Da gibt es übrigens zwei, auch da muss man kein Hellseher sein, um zu erraten, wie am Schluss die Verteilung ausschauen wird. Und Hauptprofiteure dieses Gesetzes sind die am meisten verparteipolitisierten Organisationen, die es im Sport gibt. Einerseits die BSO, deren Präsidenten bekannterweise Rudolf Hunsdorfer ist, seines Zeichens ehemaliger SPÖ-Arbeitslosenminister, und andererseits auch die Dachverbände, wo es nur so von SPÖ und ÖVP-Politikern wimmelt. Die gewinnen an Macht. Und der, um den es eigentlich gehen sollte im Sport, der Sportler mit seinen Fachverbänden, die wurden mal wieder hintangestellt. Der Sportler spielt für sie anscheinend überhaupt keine Rolle. Und das sage ich Ihnen nicht nur als Politikerin, sondern das bestätige ich Ihnen auch als aktive Leistungssportlerin. Es gibt in diesem Gesetz auch viele Regelungen, die nicht durchdacht sind. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ganz besonders bedenklich ist zum Beispiel, dass leitende Angestellte von Dach- und Fachverbänden in den Kommissionen sitzen dürfen. Das heißt, dass diejenigen, die die Förderung bekommen, darüber selbst entscheiden, dass sie die Förderung bekommen. Ich halte das für völlig absurd. Es gibt auch keine Regelungen, was eigentlich passiert, wenn sich die zwei Geschäftsführer nicht einig sind. Auch da ist das Gesetz lückenhaft. Oder wo ist zum Beispiel die versprochene Transparenz? Im Gegenteil, die im BSFG 2013 beschlossene Förderdatenbank Sport ist aus dem Gesetz rausgeflogen, weil sie jahrelang nicht imstande waren, diese umzusetzen, aufgrund eines Korruptionsskandals in ihrem Ministerium. Und aus dieser Datenbank wurde jetzt bloß die Verpflichtung, die Förderungen öffentlich zu machen im Internet. Das ist auch nichts Neues, das gab es bereits im BSFF. Und es löst auch nicht das Hauptproblem, warum es diese Doppel- und Mehrfachförderungen gibt. Diese entstehen nämlich durch Intransparenz der Förderung von Länder, Gemeinden und sonstigen Organisationen, wie das bei der WM in Schladming der Fall war, die mit dem Bund gemeinsam nebenbei unkontrolliert fördern. Und das wird mit diesem Gesetz auch nicht abgestellt. Dazu kommt auch noch, dass durch die Ausgliederung der allgemeinen Förderung das Fragerecht der Mandatare wieder weiter eingeengt wird. Auch das halten wir für problematisch. Und natürlich stellt sich bei diesem Gesetz eine Hauptfrage. Was für Gegengeschäfte gab es, dass die ÖVP
da zustimmt, sehr geehrter Herr Minister. Sie haben in der Causa Eurofighter gesagt, es darf nie wieder Gegengeschäfte geben. Gilt das eigentlich auch für die Verabschiedung von Gesetzen? Denn es ist schon sehr merkwürdig, dass das schwarze Innenministerium und das Finanzministerium vernichtende Stellungnahmen abgegeben haben und von vernichtender Kritik jetzt zu kritiklosen Zustimmung gekommen sind. Und da fragt man sich schon, was ist da eigentlich im Hintergrund gelaufen? Umso mehr vor dem Aspekt, dass jetzt kurz vor dem Sommer das Gesetz schnell noch durchgedrückt wird und sie sich dann noch herausnehmen, alle Organe und Positionen jetzt im Sommer vor der Neuwahl schnell noch zu besetzen. Das schreit nicht nur nach Schäfchen ins Trockene bringen. Nein, die Schäfchen bekommen auch noch ein niegelnagels neues Gehege und wahrscheinlich noch Futter für die nächsten 5 Jahre. Ah ja. Und wenn Sie jetzt sagen, dass die Stellungnahmen einen alten Entwurf betreffen, ja, umso wichtiger wäre es, das Gesetz heute noch nicht zu beschließen und ein neues Begutachtungsverfahren zu ermöglichen, nämlich dass der Sport auch wirklich zur aktuellen Fassung Stellung beziehen kann. Deswegen stelle ich auch einen Rückverweisungsantrag, der bereits vorliegt. Ich fasse zusammen. Mit diesem Gesetz werden die angekündigten Ziele nicht erreicht. Es bringt keine wesentliche Verbesserung für den Sport. Wieder einmal wurde aufgrund von eigennützigen Motiven eine Chance vertan, eine wirkliche Wende für den Sport herbeizuführen und das bestehende System weiter einzementiert. Nicht die rot-schwarzen Organisationen sollten im Mittelpunkt stehen, sondern der Sportler. Mit diesem Gesetz ändert sich mal wieder nichts zum Positiven und erst recht nie mit dieser rot-schwarzen Regierung. Das neu geplante Sportfördergesetz ist keine Reform für den Sportler, sondern alter Proport und Machtdenken von ÖVP und SPÖ, sagte Petra Steger.